Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Freitag. Ja, es ist schon wieder heiß geworden in weiten Teilen des Landes. Gestern schon bis hoch nach Hamburg Temperaturen von 30 Grad im Westen und Südwesten, sogar örtlich bis an die 34 Grad. Aber diese Hitze ist momentan eigentlich ganz gut auszuhalten. Woran liegt das? Die Luftmasse ist knochentrocken, die bei uns liegt. Und das sieht man ganz schön an den Taupunkten vom gestrigen Nachmittag. Ja, eigentlich nahezu überall lagen die Taupunkte im einstelligen Bereich. Nur mal so kurz zur Einordnung, so ab 16, 17 Grad Taupunkt, da spricht man von Schwüle und da sind wir momentan halt meilenweit von entfernt. Nur direkt an den Küsten, wo der feuchte Eintrag von Nord- und Ostsee gegeben ist, da waren die Taupunkte oder sind die Taupunkte etwas höher. Ja, und so kann man halt auch die Nächte noch ganz gut aushalten. Es kühlt sich doch in den meisten Regionen noch ganz gut ab. Und wir schauen mal so auf den Temperaturverlauf der Station Perl-Nennig im Saarland in den letzten Tagen. Und man sieht, ja, tagsüber ging es dann immer hoch bis auf knapp über 30 Grad. Nachts hat sich's dann aber ganz gut abgekühlt, teilweise bis an die knapp an die 10 Grad runter. Und das war dann halt schon ein relativ großer Tagesgang, den wir da momentan haben. Man muss aber schon sagen, jetzt gerade so in den Innenstädten, in den Ballungsräumen, da werden die Nächte jetzt doch insgesamt ein bisschen wärmer werden. Sind sie auch schon geworden. Und ja, da machen sich dann doch die höheren Temperaturen so langsam bemerkbar und das Ganze kann sich halt auch zunehmend aufheizen. Nun, wir schauen auf den heutigen Freitag und da gibt es wieder Hitze. In den meisten Landesteilen ändert sich im Vergleich zum gestrigen Donnerstag eigentlich nichts. Es scheint einfach nur die Sonne. Es wird wieder heiß werden mit örtlich 33, 34 Grad im Westen und Südwesten. Wo sich was ändert, das ist im Osten und Südosten der Fall. Da kommt dieses Höhentief, über das wir in den letzten Tagen schon gesprochen haben, jetzt mehr und mehr ins Spiel. Hier können dann im Laufe des Tages mal die Quellwolken etwas dicker werden und es können sich so gerade im Osten und Südosten Bayerns, also Richtung Böhmerwald, Niederbayern und am östlichen Alpenrand, so Richtung Berchtesgadener Land, Chiemgauer Alpen, mal einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Viel wird es nicht sein. Schwerpunkt wird wahrscheinlich eher über Österreich verbleiben. Das Schauersymbol in Sachsen habe ich jetzt mal rausgenommen. Will nicht ausschließen, dass es auch hier im Erzgebirge mal für einen kurzen Regenguss reicht. Wird aber alles nicht von Bedeutung sein. Wird der Trockenheit in der letzten Woche jetzt nichts entgegenzusetzen haben. Aber die Temperaturen dann im Südosten Bayerns dann heute nur noch so um die 24 Grad, sonst halt weiterhin verbreitet über 30 Grad. Nun, wir schauen jetzt aufs Wochenende. Ja, und da wird es so sein, dass sich dieses Höhentief schon wieder nach Südosteuropa verabschieden wird. Aber um dieses Höhentief herum, da werden jetzt ein bisschen feuchtere Luftmassen in den Osten des Landes geführt. Die sind auch ein bisschen labiler geschichtet und das sieht man auch ganz gut an einer Karte mit dem sogenannten atmosphärischen Niederschlagswasser. Dabei handelt es sich ja so um die vorhandene Menge an, ja, Regenwasser, an Wasser in der Atmosphäre. Ist ein ganz gutes Indiz dafür, wie feucht die Atmosphäre ist. Und ja, damit sehen wir eigentlich alles, was so diese bläuliche Färbung im Osten hat. Da wird es dann doch insgesamt ein bisschen feuchter werden, die Luftmasse. Und die Taupunkte werden auch ansteigen. Also Schwüle wird ein klein wenig hier zunehmen. Und das hat zur Folge, dass die Wettermodelle, wie zum Beispiel auch das EiKON-D2-Modell, nach Osten und Südosten hin auch so ein paar, ja, Niederschlagssignale drin haben. Wir sehen das hier am morgigen Nachmittag, vor allen Dingen so im südlichen Brandenburg, Sachsen, eventuell dann auch noch im, ja, ostbayerischen Bergland, dass es hier mal für einen Regenguss reicht. Also fassen wir den Samstag nochmal zusammen. In den meisten Regionen ändert sich nichts. Umso weiter wir Richtung Südwesten, Westen und Norden kommen, ja, umso weniger ändert sich. Da wird es einfach nur wieder sonnig, trocken und heiß sein. Hier hat das Höhentief überhaupt keinen Einfluss mehr. Ansonsten halt mal der lokale Schauer oder Gewitter so von der Lausitz runter bis in den Südosten Bayerns. Gerade so in Sachsen, da werden die Wolken nachmittags dann doch recht dicht werden, die Quellbewölkung zunehmen. Und hier ist die Schauerneigung auch insgesamt am größten, sodass ich mich auch entschlossen habe, nochmal ein zusätzliches Temperatursymbol zu setzen. Gerade so in der Lausitz, Osterzgebirge. Hier liegen die Temperaturen dann nachmittags gerade mal noch so bei 23, 24 Grad, also hier nichts mit Hitze. Ansonsten gibt es wieder halt entsprechend hohe Temperaturen. Nun, wir schauen auf den Sonntag und das wird auch noch mal ein Tag mit Hitze sein, ein heißer Tag mit häufigem Sonnenschein. Aber es werden halt auch mal ein paar Wolkenfelder mit dabei sein. Zum einen ein paar Schleierwolken, aber dann auch ein paar Quellwolken, die sich im Laufe des Tages bilden können. Zum einen ist das auch mal in der Landesmitte der Fall. Diese feuchte Schliere, die wir gerade
über dem Osten des Landes gesehen haben. Die verlagert sich mitunter noch ein bisschen weiter über die Landesmitte in Richtung Westen, sodass es dann auch über der Landesmitte mal ein paar dickere Quellwolken gibt. Ich will auch hier mal so einzelne Schauer, eventuell auch mal ein kurzes Gewitter nicht ausschließen, gerade so Richtung Sauerland, Thüringer Wald, aber auch ansonsten mal auch in Richtung Nordwesten mal ein paar Quellwolken mehr, die dazukommen. Was haben wir noch? Wir haben jetzt dieses Höhentief, ein weiteres Höhentief, so über Frankreich. Das habe ich gestern auch schon erwähnt. Ja, und das sorgt schon in Frankreich selber für zum Teil kräftige Gewitter am Sonntag. Wir bleiben erstmal noch außen vor, aber so ein paar Wolkenfelder könnten dann zum Spätnachmittagabend dann auch schon mal auf den Südwesten übergreifen, so Richtung Süd- und Hochschwarzwald. Will ich auch ein kurzes Gewitter dann zum späten Nachmittag, frühen Abend nicht ausschließen. Ja, wir sehen aber weiterhin nochmal Hitze mit doch eigentlich recht häufig und verbreitet Temperaturen von über 30 Grad. Nun, wie geht es dann weiter in der neuen Woche? Fabian wird sich nachher nochmal mit einem exklusiven Bericht, was die neue Woche betrifft, melden. Wir schauen mal kurz in der Kurzfassung auf zwei Trends, blicken zunächst mal auf Trier und da sehen wir generell am Montag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung etwas zu. Es könnte mal ja für örtliche Regengüsse reichen, aber kein flächendeckender, nennenswerter oder flächendeckender Regen. Aber regionale Eingrenzung ist noch relativ schwierig, wird man später noch mal ein bisschen genauer schauen müssen. Zum Dienstag dann wahrscheinlich auch in Trier wieder weitgehend trocken, kommt wieder neuer Höhenrücken rein, könnte dann zur Wochenmitte noch mal wieder ein bisschen heißer werden. Dann kommt aber wahrscheinlich dann doch mal eine Wetterumstellung. Es wird sich dann wahrscheinlich dann doch in der zweiten Wochenhälfte ein bisschen abkühlen. Ob diese Wetterumstellung dann auch mal mit nennenswerten Regenfällen verbunden ist, das ist noch unsicher. Das wird man noch abwarten müssen. Als letztes dann nochmal der Blick auf einen Trend von Dresden. Hier das Wochenende ja nicht so sonnig und heiß durch dieses besagte Höhentief. Dann nochmal in der ersten Wochenhälfte der neuen Woche nochmal ja Hitze, Temperaturanstieg, wahrscheinlich kaum Schauer und Gewitter, noch recht häufig sonnig. Und dann auch hier wahrscheinlich so ab der Wochenmitte dann ja die Wetterumstellung mit Schauern und Gewittern und dann wahrscheinlich der Abkühlung in der zweiten Wochenhälfte, aber auf ganz tiefes Temperaturniveau werden wir wahrscheinlich auch hier nicht absinken. Das war's von mir. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.